have it all. It's just a state of mind. No matter what they say, you know you're always right. You got a heart of gold. The moon is on your side. No matter where you go, you're so, always moin, moin, liebe Leute. Willkommen zu einer neuen Episode aus Neuseeland. Und zwar heute zur Weltreise mit Sandfliegen. Ah, wir sind ja gerade in der Seenlandschaft. Scheiße, ich habe mich sogar mit Insektenschutzmitteln eingeschmiert. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Auf der GoPro sieht man das bestimmt nicht. Aber wie viele von diesen Viechern hier rum sind, das ist echt widerlich. Okay, also ich mache hier von den zwei Seen ein schönes Bild. Und dann würde ich sagen, fahren wir weiter. Denn das ist ja, oh Gottes Willen, meine Fresse. Ah, Sandfliegen, habt ihr bestimmt schon gehört. Das sind so ganz mini kleine Biester, die sehen aus wie Obstfliegen. Und die können aber richtig fies stechen. Und gerade so in Land sind die sehr aktiv. Wie zum Beispiel hier. Ich bin bestimmt schon viermal gestochen worden, obwohl ich mich komplett mit Insektenschutzmitteln eingesprüht habe. Ja, gut. Wir schauen mal, was es an der Westküste so zu sehen gibt. Denn das machen wir heute. Wir fahren ein bisschen die Westküste entlang. Leute, ich bin jetzt gerade noch dabei, die zu töten, die ins Auto gekommen sind. Alter, hier sind immer noch mehr. Das ist ja mal eine richtige Plage. Ja, wir sind jetzt die letzten, also gestern bin ich abends noch an den See gefahren. Lake Rotahuituri oder sowas. Ihr wisst, keine Ahnung, kann ich wieder nicht aussprechen. Aber die heißen die sogenannten Nelson Lakes, das sind zwei Stück. Vor einem stehe ich gerade, das ist der, den ihr vor mir seht, der ist richtig krass verpestet mit den Sandfliegen. Der andere ging. Und da habe ich gestern Abend noch eine coole Timelapse gemacht, die habt ihr ja gerade gesehen. Und jetzt bewegen wir uns so langsam Richtung Westküste und wollen dann runterfahren, die Westküste. Wettervorhersage ist nicht so gut, tracken werden wir also nicht so viel können. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, denn ich habe mich am Fuß verletzt und kann nicht so viel tracken, ne? Ja, und werde wahrscheinlich ein bisschen in gechillt machen und mir einfach die schöne Natur anschauen. Und der West Coast Highway, also der an der Küste lang fährt, der soll auch richtig, richtig schön sein. Von daher könnt ihr euch wieder auf ein paar coole Sachen in dieser Episode freuen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg, starten das Auto und fahren wieder in weniger sandfliegenverseuchte Gebiete. Ciao! Hier an der Westküste an den sogenannten Pancake Rocks, die seht ihr hinter mir, zeige ich euch ein paar Impressionen. Ja Leute, trotz der unangenehmen Bedingungen bin ich euch ja noch schuldig gewesen zu sagen, warum heißen die Pancake Rocks, also Pfannkuchen-Rocks, eigentlich Pfannkuchen-Rocks. Das liegt daran, weil das Kalkstein ist, was sich im Meer gebildet hat, dann hochgekommen ist. Und zwischen den verschiedenen Schichten von Kalkstein ist ein bisschen Schlamm und den hat es leichter rausgewaschen und deswegen sehen die so Pancake-mäßig gestackt aus. Ja, ich packe die Kamera jetzt aber mal weg und wechsle auf die GoPro, sonst wäre die komplett nass. So, jetzt mit der GoPro, da habe ich noch nicht
weniger Angst, dass das nicht funktioniert. Das Einzige ist wahrscheinlich wieder, dass der Sound, die Soundqualität zu schlecht sein sollte. Ich versuche mal, das Mikrofon so ein bisschen zu schützen. Ah, wunderschön ist doch in der Landesliste. Der Track ist echt ganz schön gemacht. Wird mal weggepustet ohne Ende. Also ich glaube, ich werde jetzt wohl langsam zurückgehen. Gut, dass ich eine Badehose angezogen habe. Langsam zurückgehen zum Auto. Mal sehen, vielleicht gibt es noch was Cooles zu sehen, dann zeige ich euch das. Was ich irgendwie so cool finde an Neuseeland, ist, dass egal welchen Track du gehst, selbst der hier, du gehst hier durch so einen richtig coolen Dschungel durch. Immer wieder dieser Regenwald-Dschungel, sobald du ins Landesinnere kommst und hier an der Küste sowieso. Cool, ziemlich cool. Ja Leute, das war doch schon mal ein spannender Auftakt zur heutigen Episode. Ich war heute Morgen an einem Campingplatz, habe da noch gemütlich Pancakes gegessen. Da ging das Wetter noch so halbwegs, aber jetzt ist es soweit. Jetzt wird es zwei Tage, drei Tage durchregnen oder so. Aber eine Sache, die würde ich mir hier auf jeden Fall noch anschauen. Punakaki oder sowas heißt der Ort. Und hier gibt es auch noch einen Cave, in den man wo reingehen kann. Einfach so als Wanderung. Und den schaue ich mir jetzt mal an. Da bin ich gespannt. Ich nehme euch mit. So, wir sind bereit. Regenjacke ist an. Rucksack ist auch dabei. Und Stirnlampe nehmen wir auch noch mit. Ja, Leute, anscheinend kann man hier durch diesen Cave ein bisschen durchgehen. Und zwar richtig rein in den Cave. Es gibt so kleine Wegweiser, wie zum Beispiel den da unten. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also da ist noch ein näherer. Der leuchtet dann so gelb. Da unten ist der nächste. Da. Und da unten geht es dann weiter. Und ich würde sagen, wir schauen uns das doch gerade mal an hier, oder? Wie der Cave da unten so aussieht. Hinten geht's lang. Da müssen wir uns nur ein bisschen durchquetschen. Aber hinten geht's lang. Das ist ja spannend. Hey. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wäre ich fast vorbeigefahren an diesem Cavern, Punakaki Cavern, so heißt das. Aber hier kann man ja richtig eine Weile durchgehen. Krass! Voll cool! Was, hier wird es immer enger und auch kälter. Sieht man richtig, wie der Atem hochkommt. Also wenn man uns hier durchquetschen kann. Krass! Aber, ups, da seid ihr. Haben wir geschafft, wir haben uns hier durchgequetscht. Da sickert Wasser durch. Ja, also zumindest komme ich da hinten nicht mehr durch. Das ist etwas zu eng. Ich sag mal so, das ist auf jeden Fall nichts für Leute mit Klaustrophobie und Platzangst. Aber man passt durch. Freiheit! Wuhu! Haben es geschafft, aus der Höhle raus.
Punakaki Cave oder sowas in der Art. Irgendwas heißt, irgendwie heißt hier alles irgendwas mit Kaki und Pipi und Pupu, aber ist ziemlich cool. Kann man auf jeden Fall machen. Aber passt auf euren Rucksack auf. Der wird nämlich gut dreckig an den komischen Lehmwänden hier. Naja, gut, dass ich den Schutz dran hatte. Naja, das wäscht der Regen jetzt wieder ab. Ja Leute, wir nutzen diesen ollen verregneten Tag natürlich und machen einmal Wäsche. Und dazu bin ich hier in so ein kleines Camp gefahren, wo es Waschmaschinen und alles gibt. Die funktionieren alle mit Coins. Das heißt, ich schmeiß da jetzt $4 rein, 4 neuseeländische Dollar und kann hier einmal waschen. Ja, nach so ein paar Tagen werdet ihr merken, dass ihr euch auch gerne mal eine Dusche gönnen wollt. Und genau das mache ich heute. Nutze das regnerische Wetter und gönne mir einmal eine Luxusdusche für 4 Neuseeland-Dollar, die hoffentlich warm ist. Dazu braucht ihr dann immer Coins, die ihr bereit haben solltet. Und ja, dann mache ich mich jetzt einmal frisch. So, Mission Duschen erfüllt. Allerdings, das mit den Abtrocknen hätte ich mir auch sparen können. Denn wie ihr sehen könnt, regnet es immer wieder schön. Aber es ist ganz cool, wie der Nebel dort tief über den Wolken hängt. Vielleicht können wir da heute Nachmittag doch noch zumindest ein bisschen was fotografieren. Eigentlich wollte ich einen Hike laufen, aber der dauert 4 Stunden und ich weiß nicht, ob ich mir das unbedingt antun möchte. 4 Stunden im Regen, zumal mein Zeh immer noch so, ja. Ich bin schon mal sehr zuversichtlich, dass ich nicht den Zehennagel verliere, aber so richtig geil ist es immer noch nicht. Vielleicht mache ich heute noch mal einen ruhigen. Mal schauen. Aber ein paar coole Fotospots suchen wir uns auf jeden Fall. Ja, frisch gewaschen, frisch geduscht, die Bettwäsche ist wieder sauber, alles blitzt und blinkt hier in meinem Van und das bedeutet für mich und für uns, wir können jetzt weiterfahren, Westküste, wir fahren jetzt zum Hokitaka Gorge, das ist eine Schlucht, da wollen wir ein bisschen wandern gehen, ich hoffe das Wetter macht uns nicht zu sehr einen Strich durch die Rechnung, ansonsten wird es nur eine kleine Runde, auf jeden Fall sehen wir uns da wieder, bis gleich. Ja, leider sind wir jetzt gerade in den Kuhstau geraten, aber netterweise dürfen wir ja erstmal durch, bevor die Kühe durchfahren. Sun rises behind her eyes, but she still can't see it. Ja Leute, auch für heute habe ich mir wieder eine kurze Wanderung rausgesucht, weil es mit dem Zeh immer noch nicht so gut geht. Der Hokitika Gorge, das bedeutet englisch übersetzt dann Schlucht, also Hokitika Schlucht. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber ich habe vorhin ein bisschen geübt und das heißt Hokitika. Den laufen wir heute und normalerweise hat das Wasser so eine ganz türkisene Farbe, sehr, sehr leuchtend. Weil das alles Gletscherwasser ist, was von oben kommt und sehr, sehr klar ist. Aber dadurch, dass es die letzten Tage so stark geregnet hat, ist es heute ein bisschen anders. Allerdings ist der Regenwald hier wieder richtig, richtig hübsch. Und bin mal gespannt, wie die Brücke an sich dann aussieht. Also ihr habt es gesehen, maximal 6 Leute dürfen auf die Brücke oder 1000 Kilogramm. Das heißt, jeder darf mehr als 150 Kilo wiegen. Und jetzt gehen wir mal über die Brücke, die schwingt nicht ganz so sehr wie die andere. Aber die Aussicht ist natürlich schon ganz, ganz cool. Ich würde mir zwar wünschen, dass das Wasser noch grün wäre, aber... Das Wasser ist so ein bisschen milchig. Das ist alles, glaube ich, aus dem Gestein rausgewaschen. Sieht sehr, sehr spannend aus. Versuchen wir noch ein paar Fotos zu machen und dann laufen wir weiter. Ja, die Hauptattraktion ist natürlich das super klare Wasser. Das kriegen wir jetzt natürlich nicht zu sehen. So ein verdammter Mist. Und der Track, der ist auch geschlossen, das habe ich gesehen. Das heißt, ich muss gar nicht traurig sein, dass ich den Track nicht laufen kann. Ja, weil er ist sowieso geschlossen wegen den heftigen Regenfällen, die letzten Tage waren. Und braucht man ungefähr 15 Minuten bis hierher. Oh, kostet keinen Eintritt und dann könnt ihr über diese Hängebrücke da hinten gehen und es auf jeden Fall sehenswert und ich glaube bei schönem Wetter, wenn hier hinter mir das alles blau leuchtet und man dann die Schlucht noch ein bisschen weiter reinlaufen kann, auch richtig, richtig schick.
Gut, dann gehen wir zurück und mal gucken, was wir heute noch so vorhaben. Ja, Leute, willkommen zu einer nächtlichen Aktivität. Und zwar suchen wir Glühwürmchen. Und zwar habe ich eine Höhle gefunden. Die ist da hinter mir. Ich versuche die mal so ein bisschen anzuleuchten, aber wir gehen da auf jeden Fall gleich rein und schauen mal, ob wir in dieser Höhle, die auch Glühwürmchenhöhle heißt, wirklich Glühwürmchen finden können. Ihr dürft gespannt sein. Ja, ihr seid live dabei. Geht in diese kleine Hobbit-Höhle rein. So. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich mache das Licht mal aus und dann schauen wir mal, ob wir hier was sehen. Wenn ihr jetzt nichts seht, fuck, ist das geil. Ha. Also, auch wenn ihr jetzt nichts seht, ich blende euch jetzt mal Bilder ein, weil man kann das mit der Kamera leider so schlecht einfangen. Weil man sieht, ihr seht vielleicht diese kleinen Lichter. Ich versuche das mal scharf zu stellen. So, ihr seht diese kleinen Lichter und die sind hier überall an dieser Höhlendecke und noch ganz viel mehr. Und das sind diese kleinen Glühwürmchen. So, ich zeige euch das jetzt nochmal mit Licht. Seht ihr diese kleinen Fäden, die dort von der Decke hängen? Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich stelle das mal noch ein bisschen schärfer, in der Hoffnung, dass man das richtig gut sehen kann. Ja, ihr seht bestimmt diese Fäden da. Ja, und diese Fäden sind die Fäden von einer... Da seht ihr die Larve, die bewegt sich gerade. Da hat sie sich bewegt. Das ist die Larve einer Stechmücke. Anhand dieser Fäden spürt dann die Larve, dass dort was reingefangen ist, holt es dann hoch und isst das dann. Also die glühen quasi deswegen, damit sie Beute anlocken, die dann dort reinfliegen, in die Fäden sich verheddern und diese dann essen können. Und kurz vorm Schlüpfen glühen die Weibchen auch nochmal mehr, um Männchen anzulocken. Ja, und ich mache jetzt hier noch ein paar Bildchen davon, weil ich glaube, da kann man das einfach besser darstellen. Und die seht ihr dann und das war's dann für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder, aber wie gesagt, jetzt erst noch mal ein paar coole Bildchen. This whole time I've been searching for the wrong thing. She's my captain, she's the sea, she's the sun on my back, baby. So Leute, ihr lasst jetzt sofort ein Like da, denn Alex ist unterwegs und zwar heute wandern. Und Panorama, sehr, sehr geil. Ich bin sehr, sehr glücklich, denn ich kann zumindest diese Schuhe wieder anziehen. Also die roten, ne? Ich hoffe, man sieht das. Die roten wieder anziehen, um wandern zu gehen. Und deswegen machen wir jetzt 1,5 Stunden und versuchen, soweit es geht, an den Franz-Josef-Gletscher ranzukommen. Der steht nämlich, oder fließt. Ich glaube, die fließen hinter mir. Und ja, ich blende euch da mal natürlich ein paar Bilder mit der anderen Kamera noch ein. Sieht das geil aus, wie das Eis leuchtet. Richtig, richtig cool. Und Fun Fact, ihr seht, wie weit der Gletscher jetzt entfernt ist. Ich hoffe, man sieht das überhaupt. Und hier, da wo ich stehe, da als der Gletscher entdeckt wurde, 1890 oder sowas, war der Gletscher bis hierher. Ja, aber ich denke, Wissenswertes dazu finden wir noch auf dem Track. Dann laufe ich mal dahin und versuche, so weit es geht, ranzukommen, um ein paar coole Bilder und Impressionen und ein paar Klugscheißer-Fakten für euch bereit zu haben. Yeah. Bei dem Panorama, da weiß man ja gar nicht, wo man hinschauen soll als erstes. Was ich an der GoPro so geil finde, dass ich sie benutzen kann, auch wenn es gerade regnet und ich nicht immer die andere Kamera rausholen muss und es trotzdem cool aussieht. Ja, mal schauen, wie lange wir laufen können, weil leider hat es durch den Regen alles ganz schön ausgespült hier und es kann gut sein, dass wir nicht bis ganz nah rankommen. Ja, wie ihr hinter mir seht, leider haben wir wieder Pech und können den Walk nicht laufen. Ziemlich, ziemlich schade. Aber ich versuche den Gletscher auf jeden Fall trotzdem nochmal irgendwie in Szene zu setzen, wie er da hinter mir ist. Und ja, wie entstehen solche Gletscher? Es schneit oben auf dem Berg und der Schnee, der sich ansammelt, wird höher und höher und höher. Passiert es dann, dass der Schnee so festgedrückt wird, dass es zu Eis wird. Und das Eis ist dann so schwer, dass es langsam den Gletscher runterrutscht. Ja, so entstehen Gletscher. Und
leider kommen wir heute nicht weiter. Ich habe euch ja noch zwei, drei Klugscheißer-Fakten versprochen. Also erstmal, ihr seht das, dort hinten sind noch so richtig große, dicke Eisbrocken, die bis hierher gespült wurden. Ne? Und das kommt, wenn der Fluss stark ist, aus dem Gletschergebiet kommt, dann nimmt er manchmal so Eisbrocken mit. Und die sind aber so kalt und groß, dass die hier mehrere Tage, Wochen teilweise liegen bleiben im Tal, sodass man da richtig große Eisbrocken hat. Und Fakt Nummer zwei, der Gletscher hinter mir, den ihr seht, der bewegt sich im Schnitt 5 Meter pro Tag. Das ist eigentlich doch schon eine ganze Menge und nimmt dabei jede Menge Geröll und Steine natürlich mit. Ja, und ja, leider ist der Gletscher auf dem Rückmarsch. Klimawandel sei Dank. She's my captain, she's the sea. She's the sun on my back, baby, believe me, believe me, believe me. You found my heart in my mind, fighting for my bones. And I'll never have to brave the cold alone. She's the kind you won't. Ja Leute, und da bin ich auch schon wieder im Van und fahre weiter. Ja, man muss ein bisschen Glück haben mit dem Wetter. Es hat jetzt halt die letzten Tage so unglaublich viel geregnet. Schön ist es deswegen trotzdem. Also ich finde gerade mit den ziehenden Wolken und so, das sieht schon alles richtig, richtig dramatisch aus, wie der Gletscher da so eingerahmt ist. Also mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr gefallen. Ja, wenn ihr Glück habt und ihr kommt hierher und es ist tolles Wetter und ihr könnt sogar noch ein bisschen näher ran an den Gletscher, dann natürlich umso besser. Ihr könnt auch mit dem Helikopter daran fliegen. Das ist die andere Möglichkeit und dann sogar auf dem Gletscher landen. Das ist natürlich etwas preisintensiver. Also ich glaube, ich habe so gelesen, so um die 200 Neuseeland-Dollar muss man da schon, 200 bis 300, je nachdem, was man genau machen möchte und wie lange der Flug dauern soll, muss man da investieren. Wir schauen mal, ob wir in Neuseeland nicht auf noch einen anderen Gletscher irgendwann kommen. Beziehungsweise ihr habt ja auf Instagram entschieden, dass ich mich aus dem Flugzeug stürzen soll. Und falls ihr noch nicht auf meinem Instagram folgt, dann solltet ihr das jetzt auf jeden Fall tun. @Weltreise mit Alex. Und dort habt ihr nämlich abgestimmt dafür, dass ich mich aus einem Flugzeug stürzen sollte. Und zwar über den Mount Cook, dem höchsten Berg in Neuseeland. Das sollte richtig, richtig cool werden. Das alles und noch viel mehr seht ihr dann in der nächsten Episode. Ich danke wie immer fürs Einschalten. Lasst euch gut gehen, bleibt sauber, geht raus. Ciao. They say, you know you're always right. You got a heart of gold.